Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2017. Wir sind mit Monaco glücklicherweise durch und deswegen steigen wir gleich ein ins nächste Training von Kanada. Da schauen wir erstmal noch, ob wir irgendwas am Auto wechseln sollten. Die Dinger sind alle schon mal gar nicht mehr so geil. Getriebe ist auch schon so hergenudelt. Da müssen wir mal schauen, wie wir im Training zurechtkommen und gegebenenfalls tauschen wir gegen Ende des Trainings vorm Qualifying noch die Teile aus, würde ich sagen. So, dann schauen wir uns mal die Strecke an. Hoffentlich ist es trocken. Das wäre doch schön. Wir sind hier live beim Circuit. Und dann machen wir gleich mal Streckenklimatisierung, um ein bisschen reinzukommen. Da vorne die Kurve, weiß ich noch nicht, wie man die optimal nimmt. Du hast einen der Gänge verloren. Wir haben durch einen Schaden einen der Gänge verloren. Okay. Getriebe macht eindeutig Probleme. Jetzt müssen wir nur schauen, welchen Gang wir verloren haben, ob das relevant ist. Ich glaube, wir haben den zweiten Gang verloren. Das macht überhaupt nichts. Den kann man relativ gut überspielen. So, die Runde sieht aktuell gar nicht mal so kacke aus. Sind das schon 50 Punkte? Klasse, du hast. Yes, das sind schon 50 Punkte. Guten Morgen, Dizzy. Grüß dich, Servus. Ich spiele ganz normal mit PlayStation 4 Controller. Und wir können auch gleich. Ach, ich fahre noch die Runde zu Ende. Aber das war ja schon mal eine sehr, sehr gute Runde. Und den fehlenden zweiten Gang merkt man gar nicht. Das Problem beim Getriebe ist, wenn man das tauscht, bevor es komplett kaputt ist, bekommt man 5 Strafplätze. Das heißt, man wird dann abhängig vom Qualifying-Ergebnis um 5 Plätze zurückversetzt. Oh shit. Und da habe ich nicht wirklich Ambitionen drauf. Wenn ich das Getriebe allerdings nicht tausche, könnte es sein, dass ich aufgrund des Getriebeschadens dann mehr als 5 Plätze im Rennen verliere. Da muss man sich überlegen, wie man es haben möchte. Ach scheiße, ich wollte an die Box fahren. Na gut, machen wir es anders. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,19,9. Okay, dann machen wir gleich Reifenmanagement hinterher, fliegende Runde und los.
Okay. Das Getriebe schaltet jetzt extremst spät nach oben. Das Getriebe hat eine Störung. Schaltgeschwindigkeiten sind langsamer. Das ist allerdings schlecht. Habe ich die Kurve nicht bekommen? Reifenmanagement ist auch nicht meine Stärke. Nee, ich verliere so viel Zeit. Ich verliere so viel Zeit mit diesem Scheißgetriebe. Geht gar nicht. Dann fahre ich mal gemütliche 5 Runden in der Hoffnung, dass ich das hinkriege mit dem Getriebe. Und zum Qualifying müssen wir es unbedingt tauschen, das hilft nichts. Oh mein Gott. Das Schaltproblem besteht immer noch. Das heißt, rauf und runter schalten ist extrem langsam. Und das kostet Zeit ohne Ende. Probleme bereiten. Das Getriebe hat eine Störung. Verliert so viel Zeit. Es geht gar nicht. Ja, was mache ich da jetzt? Wenn ich das Getriebe tausche, habe ich 5 Strafplätze. Und das ist erst unser, weiß ich nicht, 6. Rennen oder so? Da kann ich nicht schon das zweite Getriebe. Du musst dich noch verbessern. Ich kann ja nicht schon bei nach 6 Rennen das zweite Getriebe verheizen. Ja, hilft aber nichts, gell? Turbolader ist im Arsch. Ja, das ist, denke ich, die Problematik. Wenn das Getriebe nicht geil ist, dann verschleißen alle anderen Sachen auch. Hilft nichts, wir müssen es austauschen. Fuck. Weil so komme ich da überhaupt nicht zur Rande. Guten Morgen, Chad. Grüß dich, Servus. Also, hilft nichts. Getriebe wird gewechselt. Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Wenn du ein neues Getriebe einbaust, obwohl das gegenwärtige noch nicht die vorgeschriebenen 6 Rennen überdauert hat, wirst du dafür mit einer Rückversetzung in der Startaufstellung bestraft. Tja, hilft nichts. Neues Getriebe. Neuen Turbolader. Was ist hier mit der MGU? Die sind beide schon ziemlich angesifft. 76%, das müsste noch gehen. Steuerelektronik. 75% ist okay. Ist okay. Na gut.
Ja, das war dann schon unser erstes Training. Das können wir so wie es ist direkt beenden. Weil die Reparaturzeit beträgt 24,4 Minuten und das Training geht noch 28 Minuten. Von daher beenden wir gleich die erste Ein Session. interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hamilton. Okay, das heißt, wir haben 5 Startplätze schlechter als wir im Qualifying fahren. Das wird ziemlich übel, das wieder rauszuhauen. Und dann starten wir gleich ins zweite Training. So, dann machen wir zuerst Rennstrategie. Fliegende Runde und los. Reifenmanagement liegt mir übrigens am wenigsten. Ich nudel meine Reifen immer so übelst her. So. Ein normal schaltendes Auto ist schon was Herrliches, das sage ich euch. Aber es war unvermeidlich, das Getriebe zu tauschen. Ich hätte noch 3 Rennen, also mit diesem jetzt glaube ich noch 3 Rennen mit dem Getriebe fahren müssen, um keine Strafe für den Tausch zu bekommen und das ist unmöglich. Hier müsste es doch bestimmt auch möglich sein, die Bolideneinstellung mehr auf Höchstgeschwindigkeit zu stellen, weil das ist jetzt nicht so kurvenreich. Upsa. Kleine Berührung mit der Wand. Das können wir dann mal ausprobieren, wenn wir Qualifying Tempo fahren. Dann schauen wir mal, ob das eventuell geschickter ist. Da muss man immer schauen, ob sich die Waage hält. Wenn ich Nico ist auf P3. weniger Abtrieb habe und in den Kurven nicht so gut auf Speed gehen kann. Ob ich das, was ich in den Kurven verliere, muss man dann schauen, ob sich das rechnet. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ah, ich freue mich schon, wenn unser Auto so weit verbessert ist, dass die ganzen Verschleißsachen nicht mehr Wir so haben noch arg Benzin für etwa 4 Runden.
nicht mehr so arg verschleißen, weil das... Das geht mir jetzt schon auf den Keks, dass ich gefühlt alle zwei Rennen meine Sachen austauschen muss. Und die sollten eigentlich 6 Rennen herhalten, von daher... Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleiben. Aber soweit ist die Strecke sehr angenehm zu fahren. Es ist nicht so ekelhaft wie Monaco. Bei weitem nicht. Weiß ich nicht. Ich kann mich für Monaco einfach nicht begeistern. Das ist nicht meine Strecke und ist für mich auch kein vernünftiger Formel 1 Kurs. Ich verstehe, dass es extrem schwierig ist, Monaco zu fahren, dass es eine ziemliche Herausforderung für die Fahrer ist und dass es deswegen auch eine ziemliche Leistung ist, wenn man dort gewinnt. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Aber ich meine, man kann doch auch vernünftige Stadtkurse machen, wie man in Aserbaidschan sieht. Das ist mal ein Stadtkurs, der ist, ja, es gibt enge Passagen, aber er verzeiht halt mal einen Fehler, ne? Bei Aserbaidschan schon was Besonderes ist, weil das eine Hochgeschwindigkeitsstrecke ist, obwohl es in der Stadt ist. Da ist ja Monaco das genaue Gegenteil dazu. Aber gut, so ist halt für jeden Geschmack was dabei. Und glücklicherweise haben wir es hinter uns, jetzt sind wir in Kanada. So, das ist die letzte Runde von diesem Trainingsprogramm. Und als nächstes würde ich sagen, wir machen Qualifying-Tempo mit der schnelleren Boliden-Einstellung und dann probieren wir mal aus, ob wir da schneller sind als 1 Minute 17, glaube ich. 1:16:5 sind wir gefahren, habe ich gerade gesehen. So, einmal Setup-Einstellungen. So, dann machen wir das hier, höhere Spitzengeschwindigkeit. Kurzer okay, Check. Ein neues Setup für dich. Schließe eine komplette Runde mit besonders wenig Benzin ab, schließe ein Renntempoprogramm mit 2 verschiedenen Reifenmischungen ab, absolviere eine Runde mit mindestens 2 verschiedenen Boliden-Einstellungen während einer Trainingssession. Okay, dann fahren wir nochmal das hier kurz. Mit Ultra Soft. Da machen wir aber nur 3 Runden. Oder ich glaube 2 reichen, glaube ich schon. Ich glaube 2 reichen schon. Dann haben wir nämlich das Renntempo-Programm mit unterschiedlichen Reifenmischungen. Dann haben wir die unterschiedlichen Boliden-Einstellungen. Und dann sollte es da keine Schwierigkeiten geben. Kommen wir an dem vorbei? Nee. Ja. Oh, war vielleicht ein bisschen eng. Nico ist derzeit auf P8. Ah,
Also, ist auch gar nicht so schlecht, dass wir das Programm jetzt nochmal fahren, weil dann haben wir auch einen realistischen Vergleichswert zu den 1.16.5, die wir vorher gefahren sind. Dann können wir mal schauen, ob wir mit der Boliden-Einstellung schneller sind. Beziehungsweise jetzt haben wir auch noch die anderen Reifen drauf. Ne? Das ist immer sowieso ein bisschen schneller als eh. Da hätten wir einfach die gleichen Reifen nochmal benutzen müssen. Entschuldigt, dass ich mich dauernd räuspern muss. Ich habe da noch so ein bisschen Kratzen im Hals. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. So, wie schnell waren wir jetzt? Ich glaube 1,15 irgendwas. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Benzin für etwa 4 Runden. So. Ach, mir fällt gerade ein, ich hatte vorher gesagt, es reichen schon 2 Runden. Irgendwie wieder auf 3, aber nee, 2 würden eigentlich ausreichen. Aber jetzt fahren wir das hier zu Ende. Wenn wir eh schon die ganze Runde gefahren sind, dann können wir auch noch übers Ziel fahren. Okay. Damit müsste nur noch das Teamziel bleiben, mit wenig Benzin zu fahren. Genau. Perfekt. Und wir haben noch 26 Minuten Trainingszeit. Dann machen wir gleich Qualifying-Tempo. Und dann schauen wir, was wir da so hinkriegen. Ob wir 1,15 noch unterbieten können. Aber da muss man aufpassen. Wenn man das zu schnell nimmt, dann kann man aber ganz schnell ein Problem haben. Das war auch nicht so gut. 1.17.6 ist von uns erwartet. Ja, das sollten wir gut schneller hinkriegen.
da hätte ich deutlich früher bremsen müssen. Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben ist. Und wir fahren ja jetzt schon eine 1.15er Zeit. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend brauchbare Daten. Passt. Okay, zurück in die Garage. Dann machen wir Benzin sparen. Aber ich bin mit der Boliden-Einstellung sehr zufrieden. Also es ist nicht so, dass man die Kurve gar nicht kriegt. Von daher denke ich, ist das absolut in Ordnung. Benzinsparen, sage ich jetzt einfach mal, sollte kein Problem sein hier auf der Strecke. Das war fast schon rüde abgekürzt. Benzin sparen geht relativ einfach, indem man einfach vom Gas geht und sich eine Runde oder ein bisschen rollen lässt. So um die Kurven rollen lassen oder auch einfach mal hier auf einer Geraden vom Gas gehen und einfach mal rollen lassen. Wichtig ist nur, dass man da die Zeit oben rechts im Auge behält. Man darf auch nicht zu sehr rumtrödeln, sonst zählt die Runde nicht. Aber ansonsten ist Benzin sparen echt einfach. So, wir sind eine Sekunde und vier im Plus, das heißt, wenn wir jetzt dann uns noch ein bisschen rollen lassen, dann sind wir im Lilanen. Hier zum Beispiel einfach mal ein bisschen rollen lassen, dahin rollen lassen und dann gemütlich um die Kurve fahren. Ja. Sind immer noch 1,6 im Plus, rollen lassen und sind mal Anschlag lila und haben es optimal ausgeschöpft. Es war relativ einfach. Wo ich mir deutlich schwerer tue, ist Reifenmanagement. Um die Reifen optimal zu schonen, muss man sanft in die Kurve gehen, sanft um die Kurve lenken und sanft aus der Kurve raus beschleunigen. Und das ist überhaupt nicht meins. Ich schlage meistens zu stark ein. Ja, rumtrödeln sollte man dabei übrigens auch nicht, weil man muss immer gegen die Zeit fahren. Und aktuell bin ich eine halbe Sekunde zu langsam. Scheiße, da hätte ich früher bremsen müssen. Okay, wir sind wieder im grünen Bereich mit der Zeit. Das ist gut. Reifenmanagement ist im lilanen. Hätte ich nicht erwartet, aber es ging dann doch ganz gut. Nur das hier jetzt bitte nicht vermiesen. Ah, ja. Schön.
Reifenmanagement abgeschlossen. Alles klar. Passt perfekt. Passt doch optimal. Somit haben wir erfolgreich alle Trainingseinheiten abgeschlossen. Wir fahren sogar Bestzeit. 1:15,5 vor Vettel mit 1:15,6. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ein Renault. Vettel und Lewis so Hamilton. Geil. Die Trainingsbestzeiten stehen. Ein Renault, Vettel und Lewis Hamilton. Dann können wir das dritte Training entweder dazu nutzen, um 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer, Runden zu fahren. Weil man pro Runde einen Ressourcenpunkt geschenkt bekommt. So, lass mal eben kicken. Wir haben 566 Ressourcenpunkte. Die könnten wir in Getriebeverschleiß stecken. Würde ich fast sogar machen, oder? Okay. Dann auf geht's zum dritten Training. Das war echt komplikationslos, die Trainingseinheit. Nachdem wir das erste Training gar nicht nutzen konnten. Dann gehen wir einfach zur Strecke. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Und dann fahren wir ein paar Ründchen, würde ich sagen. Ja, ich muss echt sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Autoeinstellung auch. Ich sehe, dass jemand was geschrieben hat. Ich schaue es mir gleich an, sobald ich die Zeit dafür habe. Kleinen Augenblick. Fahren und lesen gleichzeitig ist immer ein bisschen schwierig. Die ersten vier Rennen bin ich auf der Schwierigkeit 55, das heißt normal gefahren. Nachdem es allerdings zu einfach geworden ist, habe ich es jetzt hochgestellt auf 70, Schwierigkeit schwer. Hintergrund ist der, ich habe mich absichtlich für das Team Renault entschieden, weil ich einfach so ein bisschen die Herausforderung wollte. Mit Renault kann man realistisch in die Punkte fahren, man kann vielleicht sogar auf Platz 5 fahren, wenn man Glück hat. Aber was ich nicht haben möchte, ich möchte mich nicht um die ersten drei Plätze duellieren müssen, weil sonst hätte ich auch gleich Mercedes, Ferrari oder Red Bull nehmen können.
Und nachdem ich dann, ich weiß nicht, ich glaube schon zweimal auf dem Podium gelandet bin, habe ich gesagt, ne, das kann nicht sein mit einem Renault, ist mir zu leicht, ist mir zu wenig Herausforderung. Und deswegen habe ich jetzt die Schwierigkeit auf schwer eben erhöht. Und probiere mal aus, wie es sich so mit schwer fährt. Ob das dann realistischer ist. Habe ich gerade realistische? Naja. Ich schaue jedenfalls, ob ich damit besser zurechtkomme oder ob ich die Schwierigkeit nochmal erhöhen muss. Und Fahrhilfen habe ich insofern an, als dass ich Boxenstopp-Hilfe habe. Das heißt, Boxeneinfahrt, Boxenausfahrt wird automatisch gemacht. Ich habe automatisches Schaltgetriebe, also automatisches Getriebe. Dann natürlich Ideallinienanzeige. Was ich nicht habe, ist Bremshilfe. Rückblenden habe ich ebenfalls nicht. Das heißt, wenn ich mein Auto schrotte, ist es Schrott und das Rennen ist für mich gelaufen. Traktionskontrolle, muss ich mal eben schauen, Fahrhilfen. Also Bremsassistent ist aus, Antiblockiersystem ist an. Ja, Traktionskontrolle ist mittel, ja. Dynamische Ideallinie in Kurven. Getriebe ist Automatik. Boxenstopp-Assistent ist an. Und Boxenstopp-Freigabe-Assistent ist ebenfalls an. So, vor dem nächsten Rennen, das heißt jetzt dann entweder vor dem Qualifying oder nach dem Qualifying vor Beginn des Rennens, müssten wir eigentlich einen neuen Rivalen bekommen, weil wir unsere Rivalität gegen Nico Hülkenberg gewonnen haben. Da bin ich gespannt, wen wir dann da als Rivalen erhalten. Und nicht sowas wie Vettel oder so. Gute Runde. Wir müssen auch schauen, dass wir im Qualifying eine möglichst gute Platzierung hinbekommen, damit uns die 5 Strafplatzierungen, die wir haben oder erhalten, nicht allzu sehr reinreißen. Aber ich möchte auf jeden Fall in die Punkte fahren. 10. Platz muss mindestens drin sein. So, die Runde fahre ich noch zu Ende. Dann beende ich das dritte Rennen. Dritte Training natürlich. Eben noch das Benzin auf das fette Gemisch umgestellt. Um auf die letzten paar Meter hier noch rauszupowern, was geht. Oh, habe ich zu früh gebremst, hätte man noch locker ein bisschen fahren können. So, schnellste Runde hingelegt. Können die alle mal schauen, wo sie bleiben. Und wir fahren an die Box. Boxenstopp. Okay, geht in Ordnung. Ich habe nicht weniger Updates gesagt, du Nasenbär. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Die Sprachsteuerung, ne?
ist ja wirklich praktisch. Dann muss man nicht blöd durch die Gegend suchen und manuell schalten, sondern kann einfach hier sagen, Wetterbericht, Boxenstopp, Statusreport, wie auch immer. Aber es funktioniert halt nicht immer zu 100%. Das ist ein bisschen nervig. So, ich glaube, die Boxeneinfahrt ist da gleich einfach geradeaus irgendwie fahren. Nicht um die Kurve, sondern da geradeaus. Oder so ähnlich. Ja, genau. So. Dann schauen wir uns gerade nochmal unsere Verschleißteile an. Setup. Getriebe ist super. Die MGU hält noch für 34 Runden. Das ist scheiße. Weil wir nämlich, glaube ich, 34 Runden... Du kannst in der Garage jederzeit einen Blick auf den Monitor oder das Tablet werfen. Auf dem Monitor siehst du Informationen zur Session, zum Wetter und zu Trainingsprogrammen. Mit dem Tablet kannst du deine Einstellungen für das Auto für Rennzwecke anpassen. Das wird interessant, weil ich glaube, unsere Renndistanz sind 34 Runden. Sehe ich die noch irgendwo? Unsere Renndistanz? Nee, hier nicht. Na gut, wir beenden mal die Session. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Bottas und Kimi Räikkönen. Sehr gut. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Das gefällt mir gut, dass ich nicht die beste Rundenzeit behalten habe, weil ansonsten wäre schon wieder mit meinem Schwierigkeitsgrad irgendwas nicht in Ordnung, weil ich kann mit einem Renault nicht die beste Rundenzeit fahren. Das geht einfach nicht. Von daher bin ich sehr zufrieden. Und jetzt hätte ich noch ganz gerne die Info, wie viele Runden wir fahren müssen. Ich glaube, es sind 34. Und wenn unsere MGU nur noch 34 Runden durchhält, wir müssen ja davor noch das Qualifying fahren. Was auch mindestens irgendwas wahrscheinlich zwischen 1 und 5 Runden ist. Rat mal, wer heute in den Klatschblättern steht. Jeder scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Okay, neuer Rivale vorm Qualifying. Macht Sinn. Lance Stroll. Platzierung in der Fahrermeisterschaft 14. Punktestand der Fahrermeisterschaft 2. Okay, ich denke, Lance Stroll kriegen wir hin. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Wir müssen 11. werden. Das heißt, um das Ziel zu erfüllen, müssen wir 6. werden. Weil wir kriegen ja noch unsere 5 Strafplätze. Und dann, ja, schauen wir mal, wie das so wird. Gut. Dann beende ich jetzt erstmal den Stream. Weil ich teile immer Training in ein Video auf und dann Qualifying und Rennen in das andere Video. Wenn ihr dranbleibt, dann sehen wir uns gleich zum Qualifying wieder. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, servus.